Das hier gibt es jetzt praktisch in jedem Supermarkt. Es sieht zwar aus wie Fleisch und schmeckt auch so, aber in diesem leckeren Speck zum Beispiel ist kein Gramm Tier enthalten. Eine Milliardenindustrie kämpft um den perfekten Fleischersatz. Aber wie kommt eigentlich der gewohnte Geschmack in die neuen Produkte? Und jetzt nehmen wir Sie mit auf die wohl ungewöhnlichste Urlaubsreise der Welt. Aber vorher gibt's noch was Tolles zu gewinnen. Nur noch bis Montag, 9 Uhr früh, haben Sie die Chance auf ein extra Gehalt in Monate. Obendrauf zahlen wir Ihnen 20.000 Euro per Sofortüberweisung aus. Alles steuerfrei. Genießen Sie Ihre Freiheit in einem VW California. 20.000 Euro wählen Sie die 01379 44 44 07 und nennen Sie uns das Kennwort sorglos. Oder schicken Sie uns eine SMS mit dem Kennwort sorglos an 3x4, 3x1. Die Daumen sind natürlich gedrückt und bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder da. Etwa 6.000 wagen jedes Jahr eine Reise in das abgeschottete Land. Unter anderem unsere Reporterin Anne Wang. Und die hat sich in der U-Bahn von Pyongyang plötzlich gefühlt wie mitten in Berlin. Passend zu diesem Film beantworten wir gleich noch eine Frage. Vorher gibt's noch was Tolles zu gewinnen. Nur noch bis Montag, 9 Uhr früh, haben Sie die Chance auf ein Extragehalt in Höhe von. Drauf zahlen wir Ihnen 20.000 Euro per Sofortüberweisung aus und das alles steuerfrei. Genießen Sie Ihre Freiheit in einem VW Beach von 120.000 Euro. Wählen Sie die 01379 44 44 07 und nennen Sie uns das Kennwort sorglos. Ich drücke Ihnen ganz feste die Daumen und bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück. Vor der Werbung hatten wir Ihnen noch die Antwort auf eine ganz bestimmte Frage versprochen. Wir waren ja gerade in Nordkorea und passend dazu haben wir nachgeforscht, warum so viele Koreaner Kim heißen. Das war's hier bei Galileo, aber bleiben Sie dran, es geht jetzt weiter mit der Actionkomödie Taffe Mädels. Viel Spaß dabei und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.